you know. Shake up the feeling. So come on. Jo Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video, heute mit einer Spezialausgabe. Wir befinden uns gerade auf der Map Ravenport hier im LS19 und ich möchte euch gerne einmal zeigen, wie ihr den Admin-Modus aktivieren könnt. Damit könnt ihr ziemlich viel interessantes Zeug auf jeden Fall anstellen. Aber wie der genau aktiviert wird, zeige ich euch gleich. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen was anderes zeigen vom Admin-Modus, damit ihr überhaupt wisst, was ist der Admin-Modus überhaupt. So, der Admin-Modus, was hat es auf sich? Also ich habe es bisher nur bei der Steam-Version ausprobiert, bei der Steam-Version klappt es einwandfrei. Viele werden hinterher schreiben, okay, den kannte ich schon, aber die meisten kannten ihn noch nicht. Den gibt es in mehreren LS-Versionen, auch in LS17 und LS15. Ich kenne ihn erst seit dem LS17, seit der FarmCon 2017 war das, meine ich, genau. Da habe ich den Modus auch erst kennengelernt. Und ihr macht das mit der Konsole. Also die Konsole müsst ihr auch aktivieren. Das zeige ich euch gleich auch einmal, wie ihr die Konsole aktiviert. Die Konsole öffnet ihr mit dieser Aufwärtspfeilspitze. Ich gucke jetzt gleich nochmal, dass ich euch das Zeichen auch einblende, weil das ist immer ein bisschen schwierig, die Tastatur hier zu beschreiben. Weil jeder Taster hat zum Teil auch einen anderen Namen und dann nennt man sie in einer anderen Region wieder anders. Dementsprechend so. Wenn wir jetzt hier Tabulator drücken, fangen wir schon an, hier verschiedene Befehle zu sehen. Warte, ich mache das jetzt einfach mal am besten hier an die Wand, dann könnt ihr das am besten sehen. So, ihr könnt hier wirklich super viel einstellen. Also am besten einfach mal alles Mögliche ausprobieren. So, wenn ihr jetzt hier auf Enter drücken würdet, würde sich das Spiel bei Exit beenden. Das ist ja klar. Framerate, Limit, FPS, da könnt ihr halt euer FPS-Limit einstellen. GS at Bail, das finde ich besonders cool. Da könnt ihr dann jetzt, habt ihr es gesehen? Dann fällt vom Himmel ein Ballen, ein Quaderballen. Das finde ich sehr feierlich. Ja, ihr könnt Add Dirt Amount machen, also einstellen, wie viel Erde oder wie viel Dreck irgendwo ist. Ihr könnt jetzt eine Palette hier runterfallen lassen. Gut, eigentlich müsste das funktionieren, nur hier ist jetzt ein Error drin. Das wurde dann wohl noch nicht behoben. Dann könnt ihr hier noch diverse Einstellungen machen. Add Wildlife Animal to Debug. Dann könnt ihr sehen, wie viele Vögel sich zum Beispiel in einer Region befinden. Autosave bedeutet natürlich Autospeichern. Autosave-Intervall, dann könnt ihr zum Beispiel einstellen, dass er alle 5 Minuten speichern soll. Bei All Farmlands, wenn wir das jetzt hier machen, hat er alle gekauft. Schaut mal, seht ihr? Dann wurden alle gekauft. Das ist insbesondere interessant, wenn ihr wirklich keine Lust drauf habt, hier irgendwie jedes Feld einzeln freizuschalten. Oder für einen Multiplayer ist das insbesondere interessant. Und eins soll ich dazu sagen, Freunde, dass dieser Admin-Modus, klar, der kann den Spielspaß ein bisschen verderben, aber das müsst ihr selbst wissen. Ihr müsst ja nicht alle Befehle hier benutzen. Also, dann machen wir mal hier weiter. Bei Farmland, da könnt ihr dann noch die Nummer von dem Feld hinschreiben. Sheet Money, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Weil wenn wir jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, 1 Million eingeben, seht ihr, plus 1 Million Euro Sonstiges. Jetzt haben wir 1,1 Millionen Euro, das geht wirklich mit jedem Geldbetrag. Das könnt ihr alles einstellen. Und Sheet Silo, könnt ihr auch euch Silo sheeten, müsst ihr auch einen Wert eingeben. Clean i3D Catch, also i3D Catch, ist dafür da, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Lok ein bisschen voll mit Fehlern habt, könnt ihr das, glaube ich, hiermit leeren. Ja, Clear Tip Area, Draw GUI Helper und dann haben wir da noch viele, viele andere Fill Unit Add. Also diese Fill Commands sind dafür da, wenn ihr zum Beispiel irgendwas füllen möchtet. Ihr seid in einem Traktor, habt einen Anhänger, wo 50.000 Liter Getreide reinpassen und ihr habt jetzt keine Lust, zum Feld zu fahren, sondern den direkt zu füllen oder zum Silo zu fahren, zum Auffüllen. Dann könnt ihr hier dann diesen Command benutzen, um dann letztendlich auch den Anhänger damit komplett zu füllen. Ja, Load All Vehicles, das bedeutet, alle werden halt geladen. Load Tree, das wird dann auch nochmal alles neu geladen. Ihr könnt hier beim Netzwerk die Aktivitäten euch anschauen. Das ist aber eher so für Zahlenfreaks, deswegen empfehle ich das jetzt nicht unbedingt. Dann könnt ihr hier die ganz normalen Sounds reloaden, falls sich mal so ein Sound aufhängen sollte. Kann ja auch mal passieren. Environment könnt ihr
neu laden. Das ist insbesondere cool, wenn ihr zum Beispiel mit dem Traktor irgendwo durch eine Wiese gefahren seid und die kaputt gegangen ist. Reload Vehicle, das sorgt dafür, dass ihr das Fahrzeug halt neu laden könnt. Remove Wildlife, klar, das haben wir ja eben schon mal gesagt. Run Map Performance Test könnt ihr auch machen, wenn ihr zum Beispiel eine Mod Map ausprobiert, wird dann angezeigt, wie sie so läuft. Sell All Farmlands, das könnt ihr dann auch machen. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst muss ich wieder durchtappen. So, Sell Farmland, da könnt ihr dann auch das Feld angeben. Set Daytime, das ist nochmal ein sehr interessanter Punkt, weil nicht jeder hat Lust, jetzt die Zeit auf 120 zu stellen und dann 5 Minuten zu warten, bis es wieder hell ist. Oder man macht vielleicht mal einen Test, dann drückt man einfach mal jetzt hier auf 22, dann habt ihr 22 Uhr nachts. Wenn wir jetzt 12 Uhr machen, haben wir 12 Uhr mittags und wenn wir dann 05 machen, haben wir 5 Uhr morgens. Das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Ja, dann gehen wir nochmal hier durch, bis wir hier wieder Set Daytime haben. Ja, dann sind hier auch noch so ein paar Punkte, die jetzt nicht unbedingt benötigt werden. Warte, ich drehe mich mal kurz, dann kann ich euch das jetzt nochmal zeigen. So, jetzt haben wir GSZ-FOV. FOV sagt euch was oder vielleicht auch nicht. Damit könnt ihr eure Kameraeinstellung bearbeiten. Also, insbesondere für Screenshots ist das ganz cool. Jetzt verrate ich so viele Geheimnisse hier auf einmal. Wenn ihr jetzt GSZ-FOV auf 30 stellt, habt ihr es gesehen? Dann habt ihr eine ganz andere Perspektive, was dann auch nochmal viel, viel cooler aussieht. Oder wir machen jetzt einfach mal ZFOV auf 5. Dann könnt ihr hier vorne hingucken und könnt wirklich viele Details sehen. Oder auch ihr dann zum Beispiel, dass die Autos gerade hier irgendwie im Stau stehen, warum auch immer. Das kann man hier halt so alles sehen oder was sogar im Mülleimer ist oder was hier drauf steht, Phone. Wenn wir das jetzt auf den normalen Wert zurücksetzen von 60, können wir gar nicht lesen, was dort drauf steht. So, das ist auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Funktion, die ich auch oft nutze. Was haben wir denn sonst noch? Ja, Set Farm, da könnt ihr nochmal eine Farm hinsetzen. Die Feldfrucht könnt ihr auswählen, dann alle Feldfrüchte auswählen, den Felduntergrund auswählen. Also ihr könnt zum Beispiel mit dem Command dafür sorgen, dass die komplette Map voll mit Mais ist. Das ist auch extrem witzig. Set Fuel, das bedeutet, ihr könnt euer Auto auftanken. Set High Quality, das kann ich euch auch empfehlen. Ihr habt es jetzt vielleicht nicht gesehen, aber es macht schon einen kleinen Unterschied. So hat das Spiel dann eine noch bessere Qualität. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, warte mal. Ich will das tatsächlich mal gerne ausprobieren. Warte mal, Weed. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier funktioniert. Updated Field, okay. So. Ich zeige euch mal kurz noch einen anderen Modus. GS, Toggle und dann Flight and No HUD Mode. Das ist insbesondere interessant für Screenshots. Dann drückt einfach auf Taste O und ihr seht es, oben geht die Anzeige weg. Und was auch cool ist, da viele immer so fragen, wie kannst du überhaupt fliegen, Benny? Ihr drückt dann Taste J, dann drückt ihr Q und könnt dann damit hochfliegen. Das könnt ihr dann ganz normal steuern, als wäre es ein Fahrzeug. Und mit Shift könnt ihr dann ein bisschen schneller fliegen. Und hier kommen wir dann auch zu einem nächsten Punkt. Viele fragen immer, Benny, wie kannst du so schnell rennen? Wenn ich jetzt hier auf Shift-Taste drücke, kann ich extrem schnell rennen. Das funktioniert auch dementsprechend mit diesem Admin-Modus. Von daher kann ich den euch echt empfehlen, insbesondere wenn ihr dann für Facebook oder für YouTube oder was weiß ich, irgendwelche Aufnahmen macht oder Fotos macht, was auch immer. Oder Instagram, da gibt es ja auch viele, die einfach nur LS19 Screenshots hochladen von verschiedensten Fahrzeugen, die ich sehr, sehr gerne mir angucke. Dann empfiehlt sich so ein Modus auf jeden Fall. Ja, so, jetzt haben wir hier schon wieder so einen kleinen Lua-Error. Das ist halt momentan noch ein bisschen fail, sag ich mal. Aber das liegt am Spiel. So, ihr könnt jetzt auch sehen, wir haben alle Felder auf Weizen geupdatet. Da seht ihr es. Also, ihr könnt wirklich jetzt alle Felder theoretisch mit Weizen abernten. Oder wenn ihr ein XXL-Mais-Häckseln haben wollt, dann geht ihr jetzt hier auf GSZ Field Fruit All auf Mais. Dann dauert es einen kurzen Moment. Und ihr habt es gesehen, alles ist jetzt voll mit Mais. Das ist extrem geil. Ich feiere das extrem. Ja, so, fliegen wir mal kurz hier weiter. Ich setze nochmal kurz die Uhrzeit auf 12. Wir werden auch hier ein bisschen mehr sehen. Da ist der Beweis, dass jetzt alles voll
mit Mais ist. Also könnt ihr wirklich anfangen mit den verschiedensten, ja, großen Maishäcksel-Partys. So, dann gehen wir jetzt wieder hier rein. Wir waren nämlich noch nicht fertig. Müssen noch ein bisschen weiter runter. Reload hatten wir schon. So. Was haben wir denn noch so? Genau, die Temperatur könnt ihr verändern. Könnt ihr zum Beispiel 10 Grad oder so machen. Set Wiper State, weiß ich nicht, was es ist. Show Placement Kollision, das ist halt, wenn ihr sehen wollt, wo Kollisionen unbedingt sind. Safe Frame, könnt ihr auch irgendwie machen. Tip Kollis, ja. Dann die Distanz der Fahrzeuge, falls euch das interessiert. Tip File Type, könnt ihr da eingeben. Toggle Ambient Sounds Debug. Das sind so diese Commands, die man nicht unbedingt benötigt. Deswegen Show Wildlife, dann könnt ihr jetzt sehen, wo die Vögel so sind. Wildlife Animation, Wildlife ID, bla bla bla. Woodcutting Maker, Fahrzeuganalyse, wieder irgendwelche Comments. Hier bei GS Weather Add könnt ihr den Regen einstellen. Weil gut, wenn wir jetzt einfach Enter klicken, kommt da erstmal Invalid State. Also ihr müsst da noch hier Rain zum Beispiel zuschreiben. Warte mal. Weiß nicht, starting in 1 hour rain. Ach, oder haben wir was vergessen? Ja, das ist immer so ein bisschen tricky. Manche Sachen funktionieren da nicht so ganz. Ja, gut, das ist der Vorführeffekt, deswegen entschuldigt bitte. So, wir gehen dann jetzt nochmal ganz runter zum Wetter. So, ja, Wetter Reload, ihr könnt die Wolken verändern, ihr könnt noch mehr Wolken hinzufügen, ihr könnt jetzt Nebel hinzufügen, der dann gleich irgendwann wahrscheinlich auftritt. Dann, wenn wir jetzt hier nochmal auf Weather gehen, können wir, warte mal, hier gibt es noch einen ganz witzigen Command, den ich euch zeigen möchte. Also hier gibt es wirklich super, super, super viel. Ja, List Ressourcen, Renderings, Quiet, könnte auch weggehen. So, jetzt kommen ganz interessante Sachen. Warte mal. Wo ist es denn? Fogplane. Also ihr könnt wirklich alles hier einstellen. Moon Size Scale. Das finde ich cool. Warte mal, wir setzen mal kurz hier die Zeit auf 22 Uhr. So, da ist der Mond, ne? Und wenn wir jetzt hier den Mond skalieren, guckt mal, wir können ihn jetzt plötzlich auf eine 2 skalieren, aber dann springt er direkt wieder zurück. Und wenn wir es jetzt auf eine 1 machen, ist überall der Mond. Also das ist schon extrem witzig. 3, 4, 5, 6, oder ich glaube, wir können es auch, ich weiß gar nicht, 20. Ich weiß gar nicht, was der kleinste Wert ist. Ja, das war mal so standardgemäß. Ja, gibt auf jeden Fall noch so ein paar Comments zu entdecken. Deswegen, das könnt ihr auch mit der Sonne einstellen. Ihr könnt die Sonnengröße auch noch verändern. Je nachdem, worauf ihr so Bock habt. Und dann werde ich jetzt euch mal eben zeigen, wie sowas funktioniert. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr das genau einstellen könnt. Zuallererst müssen wir unsere Konsole hier freischalten. Das geht ganz einfach. Ihr geht in euren Dokumentenordner, nämlich auf dieser PC, dann Dokumente und dann kommt da ein Ordner, der heißt My Games. So, ab hier kann ich euch das dann zeigen. Dort geht ihr auf Farming Simulator 2019. Hier habt ihr ja ganz normal den Mod-Ordner. Da könnt ihr dann ja halt Mods reinpacken. Aber uns interessiert gerade die Game XML. Das könnt ihr ganz normal bearbeiten. Entweder macht ihr das mit dem ganz normalen Game-Editor hier, also dem ganz normalen Text-Editor, um diese Game-Datei zu bearbeiten, oder ihr macht es halt mit irgendeinem ganz normalen Programm, wie zum Beispiel Notepad++. Das benutze ich hauptsächlich, weil man damit halt wirklich die besten Sachen machen kann. So, dann ist bei euch normalerweise hier unten bei Development Controls False eingestellt. Da gebt ihr dann einfach True ein und dann speichert ihr die Datei. So, das war es schon. Dann habt ihr die Konsole aktiviert. Ich blende jetzt noch mal kurz unten ein, was ihr genau machen müsst, welche Taste ihr dann drücken müsst, wenn ihr im Spiel seid. Und wir gehen jetzt einfach mal in unsere Bibliothek von Steam. So, Farming Simulator 19.
So, ich beende das hier mal kurz, damit hier auch nicht mehr wird ausgeführt steht. Super. Okay. So, jetzt macht ihr hier einen Rechtsklick drauf, geht auf Eigenschaften. So, dann steht bei euch jetzt hier Farming Simulator 19 Eigenschaften. Hier geht ihr dann auf Startoptionen festlegen. Und ganz wichtig, jetzt müsst ihr hier minus Sheets eingeben. Ohne Leerzeichen. Ich stelle euch das auch nochmal unten in die Videobeschreibung, damit ihr das dort auch eingeben könnt. Genau. So, dann drückt ihr einfach auf OK, schließen und dann startet ihr ganz normal Farming Simulator 19 und könnt dann all das machen, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Von daher, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Ich hoffe, ich habe euch helfen können und so ein paar Tricks verraten können. Von daher lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese wunderbaren Tricks, die ich euch da verraten habe. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt das Video mit euren Freunden, damit sie auch demnächst echt schnell rennen können, den Mond skalieren können, eine XXL-Mais-Party machen können und was auch immer. Von daher, wer noch nicht in der Benny Family drin ist, einfach kostenlos meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.